Hintergrund: Seit mittlerweile 8 Jahren erreicht die Sommervorbereitung von Borussia Dortmund ihren Höhepunkt in Bad Dreckow. In diesem Städtchen im Schweizer Heidiland fallen die ersten kleinen Entscheidungen im Kampf um die Stammplätze. Das Trainingslager ist oft ein guter Ort, um zu beobachten, wie sehr eine Mannschaft schon funktioniert, wie sie miteinander und mit dem Trainer harmoniert. Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DRZN. Jetzt gratis Monat sichern. Auch Neuzugänge kann man dort bei den Trainingseinheiten genauer unter die Lupe nehmen und einen Einblick in ihre Verhaltensweisen bekommen. In diesem August war dies bei Thomas Delaney der Fall. 20 Millionen Euro investierte der BVB, um den Dänen von Werder Bremen in den Ruhrpott zu lotsen, für das Zehnfache der Summe, die der SVW 2 Jahre zuvor an den FC Kopenhagen überwiesen hatte. Delaney, das stand von Beginn an fest, sollte die personifizierte Mentalität Personalie für die Dortmunder sein. Deren Verantwortliche hatten nach einer beispielhaften Drunter- und Drüber-Saison einen Mangel an Einstellung, Willen und Robustheit ausgemacht. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke wollte einen Spieler, der auch mal grimmig guckt und dem Kader damit wieder die fußballerischen Werte implementiert, die beispielsweise durch den Abgang von Dauerbrenner Sven Bender verloren gegangen sind. Delaney verstand von klein auf die Wichtigkeit von Führungsqualitäten und so in der Deutlichkeit überraschte dies sogar, verhielt sich Delaney in Bad Dreckow. Der Mittelfeldakteur ist jetzt 27 Jahre alt. Solch betagte Spieler standen in den Vorjahren nicht unbedingt im Verdacht, ins Raster der Dortmunder Transferstrategie zu fallen. Vom Fleck weg kam Delaney wie der ältere Bruder der teils deutlich jüngeren BVB-Spieler daher. Delaney war laut und laufstark im Training, er gab viele Anweisungen, motivierte, schrie. Und er grätschte, lief Bälle ab, zeigte eine Lust auf Zweikämpfe, verlieh der Mannschaft Stabilität. Meine Frau sagt manchmal, warum kannst du nicht zu Hause ein bisschen mehr sein wie auf dem Platz? Du bist so langweilig, verriet er dann den anwesenden Journalisten. Ich muss im Spiel alles abbrennen, denn außerhalb des Feldes bin ich das komplette Gegenteil davon. Für die Borussia muss letztlich nur Delanys Heideseite interessant sein. Die hat sich der dänische Nationalspieler in den letzten Jahren nicht antrainiert, sondern eher verfeinert und verbessert. Thomas war laufstark, aggressiv, motiviert und ein absoluter Leader, erinnerte sich mit Brian Riemer sein ehemaliger Kopenhagener Co-Trainer bei Spox. Er war schon früh ein sehr, sehr offener Charakter, kommunizierte hervorragend mit seinen Mitspielern und verstand von klein auf die Wichtigkeit von Führungsqualitäten. Warum sich Delaney und Witzel so gut ergänzen, dieses Rollenverständnis hatte der BVB im Kopf, als er auf die Idee kam, Delaney verpflichten zu wollen. Fußballerisch bringt er nicht deutlich mindere Qualitäten mit. Delaney kann theoretisch auf der 6, der 8 und der 10 agieren. Das Zentrum ist sein Gebiet, dort in den Räumen fühlt er sich zu Hause. Deshalb ergänzt er sich so gut mit Axel Witzel. Delaneys Nebenmann ist zwar ein anderer Spielertyp, dennoch in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich zu ihm, zum Beispiel, weil auch er den Bender-Wertekatalog verinnerlicht hat. Delaney und Witzel zeichnen sich in der aktuellen Dortmunder Hochphase besonders deshalb aus, weil ihr Spielverständnis groß genug ist, um dem Team zu einer ausgewogenen Balance zwischen defensiver Absicherung und offensivem Tempo-Fußball zu verhelfen. Witzel mag der größere Star sein und mehr Aufmerksamkeit abbekommen. Was jedoch bereits jetzt die Wichtigkeit fürs Team angeht, ist Delaney auf derselben Stufe anzusiedeln und letztlich nur der mit weniger Haar. Er hat eine Menge Erfahrung und gibt sie an das Team weiter, sagt Witzel über ihn. Im Gegensatz zum Belgier ist der Däne auch aufgrund seiner besseren Deutschkenntnisse in den neu formierten Mannschaftsrat berufen worden.
Das hatten ausländische Neueinkäufe beim BVB zuvor fast nie geschafft. Delaney, Zweikämpfe bestreiten und Meter machen. Die Beobachtungen in der Schweiz ließen wiederum kaum einen anderen Schluss zu. Delaney wirkt auf diese Weise auch als Führungsspieler in die Mannschaft hinein. Er war in dieser Saison der Erste, der nach einem erzielten Tor in der Jubeltraube kurze Ansprachen hielt. Delaney ist in Dortmund sofort Stabilitätsfaktor geworden, ohne ihn gab es gegen Hertha und Union 4 Gegentore, jeweils eins davon spät im Spiel. In Wolfsburg hielt der BVB in einer nicht unähnlichen Partie mit dem von einer Zehenverletzung wie Ernesenen Delaney 90 Minuten lang die Null. Die steht bei ihm in einer Statistik allerdings auch, trotz der zahlreichen unterschiedlichen Torschützen wartet Delaney noch auf seinen ersten Treffer für die Borussia. Gejubelt hat man bei ihm aber schon mehrfach, denn im Ruhrgebiet schätzen sie Spieler, die sich aufopfern, in den Dreck werfen und so das Publikum emotionalisieren können. Dass er eine ordentliche Blutgrätsche einem Traumtor vorziehen würde, hatte er schon an anderer Stelle mal preisgegeben. In der Vorsaison bestritt er für Werder in 32 Spielen 432 Zweikämpfe, die zweitmeisten in der Bundesliga. Selbst ausgeteilt hat ligaweit auch kein anderer mehr als er, der durchschnittliche 11,8 Kilometer pro Partie rannte. Neues BVB-Teamgefühl auch ein Verdienst von Delaney, ich liebe Fouls, sagte Delaney letzte Woche im Dortmunder Vereins-TV mit einem Augenzwinkern. Mit seinen Witzen sorgte er für eine gute Atmosphäre. Thomas wusste genau, wann Zeit für Spaß und wann für Ernsthaftigkeit war. Er hielt das Team auch abseits des Fußballs sozial zusammen, erzählt sein Kopenhagener Weggefährte Riemer, der Delaney kennenlernte, als dieser 15 Jahre alt war. Wenn man den BVB in diesen Tagen spielen und die Spieler untereinander agieren sieht, scheint dort vollkommen konträr zur vergangenen Saison tatsächlich wieder ein Team auf dem Platz zu stehen. Die Mischung passt derzeit, das Selbstvertrauen ist riesig und die Laune nach den vielen Erfolgserlebnissen, wenig überraschend, großartig. Der ausgerufene Neubeginn erwischte einen Raketenstart. Das ist ganz sicher nicht einzig auf Delaney zurückzuführen, aber auch mehr zu Borussia Dortmund.